Hallo liebe GameLoop-User, ich bin Aaron2005 und möchte euch heute ein Tutorial zum Thema Fliegen vorstellen. Also um genauer zu sein, wie man Objekte, wie in diesem Fall diesen Vogel, zum Fliegen bringt. So. Wie man sieht, ist hier schon mal ein Kameraprop gesetzt mit einer sehr großen Zone. Warum? Dazu später mehr. So, das Ganze soll jetzt so aussehen, dass der Mensch hier diesen Schalter aktiviert und daraufhin man den Vogel steuern kann. So, zur Hilfe habe ich ein Verbindertool genommen. Der Verbindertool ist mit dem Hebel verbunden und das hat den Vorteil, dass man, wenn man die verschiedenen Props verwenden will bzw. anschließen will, nicht immer wieder von hier nach da hinten die Kamera bewegen muss. So hat man halt alles kompakt in der Nähe und hat auch sehr guten Überblick, was alles dran hängt. So, man sieht schon, dass ein Kabel abgeht und zwar zu der Kamera selbst. Das heißt, die Kamera wird dann von der normalen Spielersichtkamera dann umgewechselt zu einer statischen. Die statische Kamera ist diese hier. Und wie man sieht, ist sie halt etwas über den Vogel angebracht. So, des Weiteren ist die Kamera an den Vogel selbst geklebt. Das heißt, wenn sich der Vogel bewegt, bewegt sich auch die Kamera. So, das hat den Nachteil, dass sich halt auch die ganze Kamerazone bewegt. Das heißt, wenn ihr eine zu kleine Kamerazone habt, dann kann es sehr leicht passieren, dass die Kamera durch die Drehungen und so weiter und so fort den Kontakt zum Spieler verlieren und dadurch die Kamera selbst wieder die normale Spielekamera wird, was wir ja nicht wollen, da wir den Vogel verfolgen möchten. So, dann fangen wir mal mit den Props an. Was brauchen wir denn? In erster Linie ein Mover, also ein Bewegerprop, und zwar der richtungsweisende. Zack. So, der wird dann, am besten man nimmt dann halt F7 und F8 dazu, weil dann kann man sie auch besser ausrichten in einem bestimmten Winkel. Das sollte halt wirklich mit der Linie des Vogels überein sein. So, während des Editors bewegen, nein. Und das Ganze soll etwa, ja, sagen wir mal 3,5 schnell sein. Ein Anfangsgeschwindigkeit, also eine Übergangszeit kann auch nicht schaden. So. Das Ganze wird dann erstmal an den, beziehungsweise der Vogel wird an den Prop geklebt. So. Das heißt, wenn sich der hier bewegt, bewegt sich der Vogel mit, wie man sieht. Und mit dem Vogel bewegt sich auch die Kamera. So, weiter geht's. Und zwar, das Wichtigste habe ich vergessen zu Anfang zu machen, und zwar die Eingabeträger. So. Und zwar nehmen wir davon 4 Stück. Am besten man packt die gleich so hin, dass die Richtung übereinstimmt. Das heißt, das hier ist vorne vom Vogel aus gesehen. Also vorwärts. Der Spieler wird gesperrt. Na. So, der hier ist links. Spieler wird gesperrt. Der hier ist rechts. Spieler wird gesperrt. Und das hier ist der Weg nach unten. Der Spieler wird gesperrt, also zurück. So, das Ganze wird jetzt hier mit den Prop verbunden. Und zwar über das Stromkabel. Zack. 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 Und zack. So. Der Vorwärtsprop, also der richtungsweisende Prop nach vorne, der wird noch nicht, also der wird gar nicht angeschlossen, weil der ist dann immer aktiv, wenn der Vogel aktiv ist, weil ja, man braucht halt die Tasten für andere Aktionen. Außerdem sieht ein stehender Vogel, wie man zurzeit hier erkennen kann, nicht wirklich schick aus. So, des Weiteren kommen jetzt weitere richtungsweisende Triebkräfte dazu. Und zwar einer geht dann nach unten. Und der andere dann gleich nach oben. So, da sagen wir mal, von der Geschwindigkeit her wird das
eine 3. Damit das ein bisschen glatt aussieht, nehmen wir mal auch wieder Übergangszeit. So. So. Gut. Das Ganze kopieren wir mal. Und packen nochmal einen Prop nach oben. Ja. Ja, die GameGlobe-Steuerung, die ist immer sehr schön. Ach, da ist das. Und das sollte natürlich auch wieder möglichst gerade nach oben sein. Ja, jetzt habe ich den wieder angewählt. Aber gut, wir haben erstmal das, was wir brauchen. So. Gut, man kann versuchen, alle noch ein bisschen aufeinander zu packen, obwohl das jetzt erstmal nicht so wichtig ist. So, jetzt geht es zu der Verlinkung. Also der ist an, der Vogel ist halt an den Prop nach vorne dran. So, der Prop nach vorne, den verkleben wir jetzt mit dem Prop nach oben. Na, wenn man kriegen. Ja, so habe ich manchmal schon ganze Stunden verbracht. So. Und der Prop hier, der wird jetzt verklebt mit der Kraft nach unten. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? So, von unten bewegt sich alles mit. So, mit dem Prop oben bewegt sich auch der Vogel mit und mit dem Prop nach vorne auch. So, und jetzt muss man sich alles bloß noch anschließen. Das heißt, der hier, der Prop nach oben, der wird mit der Vorwärtstaste verknüpft. Der Prop nach unten mit der Rückwärtstaste. So, nun muss man... Gut, wir können es ja schon mal testen. So. Man sieht, er geht nach unten und er geht auch wieder nach oben. Nur linken kann man hier noch nicht. Das kommt jetzt und ist auch eine ganz einfache Geschichte. So, da haben wir wieder unser Zeug. Und zwar, wir nehmen dafür Rotatoren. Zwei Stück. Hier. So, das Ganze wird natürlich dann wieder ein bisschen aus. So, am besten das möglichst neben die Props, kann nicht schaden. So, wichtig ist, dass der Rotator einmal um 180 Grad dreht. Lass mal gucken, welche Richtung er jetzt läuft. Gut, das wäre jetzt der linke. Und hier auch wieder eine Übergangszeit, damit es nicht ganz so komisch aussieht. Das heißt, er kommt jetzt nach links und er hier nach rechts. Jetzt kann man natürlich sich fragen, wieso macht man ihn denn nicht einfach hier rückwärts? Das hat den einfachen Grund, weil das Ganze bei GameGlobe, ja, sagen wir mal rückwärts, also wenn man die negativen Zahlen hat, dann überspringt er, wenn man einen Doppelklick auf die jeweilige Taste macht, überspringt er die Übergangszeit. Das heißt, dass er halt dann sofort dann auf diese 22 Speed ist, bevor die überhaupt bevor die Übergangszeit dann vorbei ist. Das sieht dann sehr unschön aus und kann auch später zu Problemen führen, wenn dann extrem schnelle Geschichten kommen. So, das Ganze wird jetzt mit der Sache hier verlinkt mit dem Mover Prop nach vorne. Den hat jetzt nicht akzeptiert. Da nochmal. So. Genau. Jetzt sollten wir auch soweit fertig sein. Schauen wir mal. Gut.
man kann jetzt die Rotatoren noch an den Moverprop anschließen. Da muss man aber dann schauen, ob das Sinn macht, ob da vielleicht nicht doch Komplikationen dann entstehen. Also müsst ihr dann selber testen. Okay, meine Taste nach rechts funktioniert nicht, daher muss ich noch mal reinschauen. Das ist der rechte. Du bekommst Zeug von dem. Gut. Okay, du hast jetzt den Rotator nicht abgekriegt. Jetzt noch mal. So. Und es geht. Und dann kann man halt noch die Einstellungen für hoch und runter, links und rechts, kann man alles noch einstellen, wie man will. So, zurzeit ist die Sache die, dass der Vogel durch Felsen fliegt und so weiter, aber das ist eine andere Geschichte, die ich vielleicht ein andermal erläutere. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon nochmal zur Zusammenfassung. Also hier haben wir einen Hebel, der Hebel wird aktiviert und liefert Strom zu den Verbinder. Das kann auch direkt zu den ganzen Zeug hier kommen, aber denk mal, mit dem Verbinder ist es wesentlich entspannter. Also der Verbinder ist eigentlich mit der Kamera, die das ganze Feld und noch mehr einnehmen sollte, verbunden. Die Kamera ist dann etwas über den Vogel ausgerichtet selbst. So, und an den Vogel geklebt. So, die verschiedenen Eingabeträger sind halt dann gesperrt für den Spieler. Und links und rechts sind mit den jeweiligen Rotatoren verbunden, wovon der eine halt auf den Kopf steht und dennoch eine positive Zahl hat. Und links und oben und unten, also vorne und hinten, sind da halt mit Moverprops nach oben verbunden. So, und die Verkleberei ist halt Vogel zu Moverprop nach vorne, der immer Strom kriegt. Also er bekommt Strom ebenfalls, also sollte, aber habe ich vergessen, glaube ich. Also der hier bekommt Strom immer vom Verbinder dann. Das heißt, wenn der Verbinder an ist, geht es nach vorne. So, gut, auf jeden Fall ist er dann halt hier nach vorne, der ist dann verklebt nach den hier nach oben und der nach oben ist dann verbunden mit den hier unten. So, ja, und das war's dann auch schon.